meine Lieben, wenn ihr dieses Video seht, sind Sascha und ich und alle anderen Teilnehmer wahrscheinlich bei Seven vs. Wild gerade draußen. Oder, was weiß ich, vielleicht auch schon wieder Knopf gedrückt und raus, wovon ich aber nicht ausgehe. Seven vs. Wild ist kein Konkurrenz, ist keine Konkurrenzshow. Seven vs. Wild, man denkt es oft, auch das Team und das Team, aber ich war schon in der zweiten Staffel und ich weiß, dass es einfach ein Miteinander ist und jeder gönnt jedem bis ans Ende zu kommen. Und deswegen hoffe ich, dass alle ihre Flasche toll bepackt haben. Wir haben eine Flasche gemacht und die werde ich euch heute präsentieren. Es sind einige Sachen, die Flasche war schon mehrfach gepackt. Ich habe aber noch ein paar Sachen auf diesem Tisch liegen gleich, die wir es noch nicht geschafft haben, in diese Flasche zu kriegen. Aber hier wird wahrscheinlich so gut wie das Endergebnis der Flasche sein, mit der Sascha und ich gerade draußen sind. Und ich zeige euch jetzt, wie wir das Ganze aufgebaut haben. Es wird alles anders sein als all die Flaschen, die ihr bisher gesehen habt. Weil es sind Sascha und ich, weil wir sind geisteskrank. Ich habe Leute gesehen mit Magnet, wir arbeiten anders. Moment. Mit Grillzange. Hier seht ihr, und auch wenn man nichts erkennen kann, was das gerade ist, seht ihr unseren Flascheninhalt. Wir haben hier oben noch Dinge, da würde ich gerne, das wäre Bonus, wenn wir das mitnehmen. Wir haben es auch noch nie versucht mit einer Plane. Da sind noch Zipperbeutel, die müssen auf jeden Fall mit. Aber ich werde jetzt hier auch in diesem Versuch noch abschließend nochmal versuchen, das hier unterzubringen. Los geht es mit dem Nummer 1 Artikel, meinem Luxusartikel. Und das ist dieser Tabak. Sehr, 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 sehr dünn, ist ungefähr so eine halbe Packung von dem, was man so handelsüblich von diesen großen Tabakpaketen so kriegt. Sehr, 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 sehr schön. Nimmt wenig Platz weg. Wir haben hier den Luxusartikel von Sascha. Das ist sein Moskitonetz. Das wollte er unbedingt haben fürs Gesicht. Und so haben wir uns ausgemacht, dass jeder seinen Luxusartikel haben will. Und es ist wirklich perfekt ausgeklügelt. Schaut euch mal. Ne, bei der haben wir keine Beschriftung, weil das ist das Erste, was reinkommt. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich unbedingt Tabak mitnehmen will. Wir dürfen die gepackte Flasche so nicht mitnehmen, sondern wir müssen sie dort nochmal extra packen. Das heißt, ich muss alles nochmal mitnehmen, aber das Schöne ist, ich kann, wenn das einzeln ist, einfach doppelseitiges Gel. Ich weiß genau, welche Stellen wir brauchen, um zu bekleben. So, das ist das Erste, was reinkommt. Hätte ich gedacht, nimmt mehr Platz weg, aber ist sehr platzsparend, weil ich weiß nicht, wie die anderen es machen, aber es kommt bei uns direkt an den Rand. Es ist nicht so einfach und darum haben wir die Grillzange. Das ist die krankeste Technik. Die ist die beste. So, schön weit runter, schön an den Rand gepresst. Schön wichtig, dass das einigermaßen gerade ist. Und mit der Grillzange an den Rand gedrückt, so weit wie es geht. Elotrans Papers, Pflaster und das Gesichtsmoskitonetz, das ist hier drin. Hier ist auch so beschriftet, dass ich genau weiß, was wohin kommt. Das ist die obere Seite, das ist die untere Seite. Also das ist eine Vorbereitung ganz an. Ich weiß nicht, wie es die anderen gemacht haben, aber die Flaschen, die ich gesehen habe, die sind nicht wie unsere. So, jetzt die Grillzange. Die Mädels mit ihren Ideen, ich sag's dir ehrlich so. Kommen wir zum nächsten. Brühe für klein gehackt einfach. Fette Brühe, Rinderbrühe. Also wirklich das, was am Nährwerte, am viel, viel Nährwerte hat. Also was heißt, hat das Nährwerte? Auf ja, jeden es Fall hat halt lecker. Alles Wichtige drin. Plus, ich weiß nicht, ob das jemand dabei hat, ein bisschen Kaffee. Auch wenn wir, sagen wir, echt kein Feuer hinkriegen sollten, so ein bisschen Kaffee auf dem Mund und sowas kann nicht schlecht sein. Es ist alles mit Millimeterarbeit. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich kann dieses, wie heißt das Ding, das Gerät? Vakuumiergerät. Ich kann es nicht mehr haben. Ja, frag mal. Aber man muss sagen, es war zufällig, dass es so genau passt aneinander liegen. Es war wirklich reiner Zufall, gell? Jetzt kommen wir zu einem Artikel, der muss ja jetzt rein. Aber da ist nicht sicher, ob wir den mitnehmen. Eins davon müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, die Zipperbeutel. Wir haben es noch nie versucht mit dieser Plane. Es war immer, Sascha und ich haben gesagt, und das ist auch der Artikel, bei dem wir am Ende sagen, dann haben wir keine Plane. Es könnte sein. Ich werde den auch so nochmal mitnehmen, vielleicht kriegen wir es dort. Ich werde dort, werden wir auch nochmal ein bisschen probieren zu packen. Sascha war hier, die Plane war eigentlich kein Thema mehr für uns, weil Plane und Dach ist für Kinder. Denkt jeder, oh, ist ja kein Problem, aber ihr wisst nicht, das macht jetzt schon was aus. Ja. Die Plane, muss man auch dazu sagen, warte mal, die Plane, da sind noch Zipperbeutel drin. So 10 Zipperbeutel, damit wir dieses Kleinzeug und sowas alles dort schön verwahren können und in Taschen machen, weil wenn das einzeln rumliegt, ihr seht, wie viele kleine Sachen das sind. Hier, das ist alles Haufen kleines Zeug. So, diese Plane ist ungefähr, reicht für unsere beiden Köpfe und Oberkörper. Das ist alles. Also wir haben Fensterfolie ist das. Ich weiß von Trimax oder so, die haben eine richtige, wie heißt diese, Dyneema-Plane aus der NASA, aber 40% oder 50% der Flasche voll. Haben wir gesagt, nee, wir wollen schöne Artikel. So, jetzt geht's weiter. Das hier ist die Säge. Das hier ist die Handkettensäge. Umklebt, damit sie so klein wie möglich ist. Also kleiner kriegt man sie nicht. Plus eins unserer geheimen Artikel, das ich euch jetzt vorstelle. Wer sich erinnert, letztes Jahr vor Staffel 2 gab es einen IRL-Livestream. Da war ich unterwegs und war gerade bei einer Waschanlage. Und dann kam Akif
vorbei. Akif, ein türkischer Freund aus meiner alten Heimatstadt Rastatt, der gesagt hat, Knossi, ich habe das ultimative Ding für dich. Es hat für Panama nicht als Luxusartikel bei mir gereicht. Meinst du nicht, es ist besser eine Schnur und ein Haken? In Schweden haben wir gesehen, da gab es keine Köder, nur Fritz hat Parfum gefunden, es waren nur 2-3 Stück. Du nimmst es einfach, das hat ein Metallstückchen am Anfang. Die Fische schwimmen einfach vor sich hin, haben keine Ahnung und im nächsten Moment sind die im Netz verfangen. Ich habe es auch so durchgestanden, ohne Nahrung. Aber dieses Jahr ist es soweit. Das hier ist eins von Akifs berühmten Netzen. Man kann online suchen, wie man will, aber ich habe es nicht gefunden. Das gibt es in der Türkei für 4 Lire. Wir werden natürlich dieses Plastikteil nicht mitnehmen. Das Einzige, was wir jetzt hier drinnen zum Beispiel verpackt haben, ist Gewicht und Netz. Dieses Netz, es ist egal, ob es Fluss ist, ob es See ist, Akif meint 110% fangsicher. Denn du schmeißt dieses Netz ins Wasser, es geht auf und jeder Fisch, der daran vorbeischwimmt, im besten Fall sehen wir vorbeischwimmende Fische, verheddert sich hier drin und ist gefangen. Das ist unsere Geheimwaffe. Also es könnte sein, dass das der Artikel von Seven vs. Wild Staffel 3 ist. Kann natürlich auch sein, dass wir damit komplett falsch liegen und die Flasche mit Zeug befüllt haben, was sinnfrei ist. Aber ich war bei Akif zu Hause. Ich habe mit Papa geredet. Ich habe mit Schwester geredet. Wir haben einen ganzen Abend zusammen verbracht. Ich habe alle Techniken gelernt, um mit diesem Netz umzugehen. Ladies and Gentlemen. Das ist das Wurfnetz. Sehe ich Fische. Und wir können das Netz auch einfach rauslegen. Wir können das Netz auch einfach rauslegen. In den Fluss legen, kommt ein Fisch vorbei, ist alles, verheddert er sich hier. Und Fische sind oft an Flüssen zum Beispiel, hinter großen Steinen, um sich auszuruhen. Wir legen das Netz dort ab, denn das Netz stellt sich durch Mineralien selbst auf. Am besten in einem Fluss oder in einem See oder im Meer, in dem es etwas ruhiger ist. Und ich nehme das Netz, schmeiß es raus. Und das Netz... Seht ihr das Netz innen? Seht ihr das Netz? Nee. Man sieht es nicht, aber das Netz. Das Netz ist im Wasser. Hat sich verändert. Oh je. Oh nein. Gut, dass du es nochmal übst. Nein, super. Kein Problem. Akif meinte auch, mach nicht die Schleudertechnik. Ich habe Videos gesehen aus der Türkei, die machen das immer so. Das ist unglaublich. Da schmeißt einer in fischreichen See ungefähr unter die Bäume rein, zieht es zurück, sind 4 Fische dran. Und das Schöne ist auch selbst wenn Ebbe und Flut, wenn wir am Meer sein sollten oder sowas, und die Fische sind in Steinen, bei Ebbe dann auf einmal so kleine Fische, brauche ich das Netz noch reinhängen und kann es rausholen. Das kleine Netz, das mittelgroße oder das große. Aber schau mal hier. Ich mache das Netz ins Wasser. Hier seht ihr es. Du stehst drauf, warte. Und das Netz steht im Wasser. Das Netz steht im Wasser. Jeder Fisch, der da reinkommt, verfängt sich. Bist du da drin? Du kommst ja nicht mehr raus. Akif und Familie, Bahnhof Rastatt, klappt das Ding, Legende. Säge und Angelnetz, das eine, das groß ist, hat auch seine Gründe, weil wir müssen am Ende das Kleinzeug stopfen, ist so drin. Ich suche jetzt habe ich das Problem, dass wir jetzt die Folie wirklich hier im Live-Versuch testen, reinzubringen, ohne Kleber, einfach nur um mal zu testen, notfalls bleibt sie weg, dass man eigentlich die dünnste Stelle nimmt, gell? Der nächste Artikel ist auch ein ganz besonderer Artikel. Was ist das denn hier? Das hier sind 200 Meter Profi geflochtene Angelschnur um den Goliath Feuerstahl umwickelt, damit das so wenig Platz wie möglich wegnimmt. Also diese Angelschnur ist farbig markiert. 10 Meter haben immer eine Farbe. Dann können wir auch ein bisschen mitkalkulieren. Sehr, sehr, sehr gut finde ich das. Sehr gut. Wichtig ist bei diesem Ding, dass der dicke Teil oben ist. Ja, ganz wichtig, weil wir stopfen am Ende. Wir stopfen am Ende alles rein. So, ich packe das jetzt auch mal nochmal an eine kleine Stelle. Ja. Nimm die Säge. Ich habe Angst und wir haben Versuche gemacht, Angelschnur klein zu machen. Das ist zum Beispiel eine dieser Angelschnüre. Wieder aufzumachen, diese verflochten, hat sich so verheddert. Ja. Also man glaubt, man wickelt zwar schön irgendwo drüber, aber es hat sich verheddert beim Wiederaufmachen. Trotzdem versuche ich, das sind nochmal 50 Meter Angelschnur, die auch oben schön sauber mitzunehmen. Und das probieren wir jetzt. Die stecke ich nämlich hier oben. Sieht man, gibt es immer noch einen kleinen Bereich. Ich hätte noch ein bisschen sauberer arbeiten können und hier unten noch ein bisschen drücken können. Das wird nachher aber wahrscheinlich von oben mit Tabletten gefüllt. Normalerweise, das werde ich dann dort machen, weil wir müssen die Flasche nochmal mit einer frischen Flasche von Seven vs. Wild von den Jungs dort, wahrscheinlich ist ein Branding drauf oder sowas, noch neu befüllen. Und dann ist hier oben nochmal genau Platz für diese 50 Meter, die ich jetzt noch, bevor die nächsten großen, sperrigen Artikel kommen, reindrücke. Ja, das gestern, schaut aber jetzt schon alles ziemlich knapp aus. Alles nochmal richtig schön runter und rein. So sieht das jetzt aus. Ach du Grünen. Nee, oh je, das wird schwierig. Geht weiter. Der Bundeswehr, Original Bundeswehr Wasserfilter.
Ganz wichtig, wir werden dort wahrscheinlich, und darauf kann man sich nicht verlassen, wenn wir da kein Quellwasser finden oder sauberes Wasser, Durchfall ist das Schlimmste. Und deswegen haben wir diesen wunderbaren Filter mit am Start. 100 Liter dürfen da circa durchgehen, einfach rein, trinken und so viel wie es geht, einfach inhalieren. Oh, kack. Das hat sich Sascha sehr gewünscht. Also wir haben hier die Messer. Einige sind davon ausgegangen, wir nehmen das Schwert mit, aber das Schwert ist zu sperrig. Das Schwert, wir haben es damit versucht, die Flasche zu packen, dann bleiben hier irgendwie 30% der Artikel hier. Wirklich belastend mit dem Schwert, mit dem Großschwert. Toller Artikel, aber geht nicht. Deswegen, ich hätte eins mitgenommen. Sascha meinte, es ist schön, auch ein zweites dieser Messer dabei zu haben, können zwei arbeiten. Okay, jeder hat seine Ansprüche und jeder soll auch auf seine Wünsche kommen. Hinten sind diese beiden Messer gefüllt, weil die haben Hohlräume, mit Mikro-Pur-Tabletten. Das sind diese kleinen Tabletten hier, die ein Liter Wasser trinkbar machen. Es wird dann so wie Chlorwasser schmecken, wenn du in den USA bist. Ihr wisst, das trinkt ihr auch aus der Leitung. Aber das desinfiziert 99% der Bakterien und deswegen geht's rein. So, wir haben teilweise beim Packen der Flasche immer den Fehler gemacht, dass wir das hier oben hatten. Dann habe ich irgendwann einfach mal umgedreht und zwar viel mehr Platz. Und oh je. Ja, nö, sieht alles. Nee. Ja, und der Wasserfilter. Der Wasserfilter. So sah das noch nicht aus, so wenig Platz. Folie. Durch die Plane. So, Wasserfilter geht auch rein, aber jetzt haben wir diesen schönen Zwischenraum nicht mehr, ja, in dem wir alles andere drücken können. Nee, da passen die Netze nicht mehr durch. Dann nimm sie raus. Folie kommt raus. Dann nimm sie raus. Geht nicht, hilft nichts. Ja, es ist traurig, aber wahr. Die Zipperbeutel müssen mit. Ihr seid live dabei, dann haben wir halt keine Plane. Mach die Plane weg, Zipperbeutel kannst du dann draufkleben. Kann man gar nicht glauben, ne? Bin ich doch wieder nervös, echt. Kein Problem mehr. Das ist das oh, Ding. Mann. Was diese Plane ausmacht, ist unfassbar. Was diese Plane jetzt für einen verdammten Unterschied gemacht hat, ist echt unglaublich. So sieht man es gut. Weiter geht's. Wir kommen jetzt zu den Kleinigkeiten. Das sind alles, die füllen unten unseren Raum. Das sind die Mikro-Pur-Tabletten. Davon kann man nicht genug haben. Wir haben auch hier nochmal Mikro-Pur in schon ausgepackter Fassung, weil 3 Liter am Tag, lieber mehr von diesen Tabletten dabei, sehr, 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 sehr wichtig, aber es kommt nochmal eine Geheimwaffe von uns. Wir haben eigentlich so viel Wasserdesinfektion dabei, da müssten wir eigentlich komplett mit durchkommen. So, alles an Wasserdesinfektion jetzt unten in die Zwischenräume, unten rein, unten rein, unten rein. Kann auch sein, dass die eine oder andere aufgeht, macht ja nichts. Die Flasche ist wasserdicht, wenn die oben zu ist, dürft ihr kein Problem. Also das ist eine Flasche, das gibt es aber auch wirklich nur einmal auf der Welt. Dass unten auch noch Platz bleibt, weil wir haben natürlich noch mehr Medikamente dabei. Otto hat mir gesagt, es ist sehr, 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 sehr schwer, dort Köder zu finden. Aber für so einen Fisch ist das hier ein Wurm. Das ist ein wunderbarer Wurm, ein paar Maden. Kann auch sein, dass das komplett unnötig dabei ist. Aber wir wissen nicht, auf was für Gegebenheiten wir da treffen. Ich finde so Kunstköder eigentlich schon ganz, ganz, ganz nett. Auch schön, wenn wir das unten haben. Die lassen sich auch schön mit den weiteren Sachen nach unten drücken. Ich glaube, nimmt kaum Platz weg. Das ist auch Zeug, was in die Zwischenräume fällt. Oh, das sieht unten sehr, 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 sehr gut aus. Würdest du auch sagen, welche Tabletten ihr dabei habt? Wir haben dabei. Gut, dass du es sagst. Wir haben dabei. Ja, so gehen die kaputt, Schatz. Wir haben dabei Ibuprofen. Wir haben 800er. Wir haben Kohletabletten dabei. Wir haben Vomex dabei. Und ich habe hier noch was. Damit fülle ich dann ganz oben auf, weil die will ich nicht. Kann man nicht im Glas mitnehmen. Und das sind... Die könnten schon zerbrechlich sein. Das hier sind Parenterol, hat mein Zahnarzt mir empfohlen, für Magen und Durchfall. Auch noch sehr, 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 sehr wichtig. Also wir haben, was die Reiseapotheke angeht, sehr, sehr, sehr gut gewirtschaftet. Weiter geht es mit den Angelnetzen. Nee, warte. Okay. Was war damit? Oropax. Können wir auch. Tu die Luft noch raus? Oder die machst du ohne Verpackung? Einzeln. Ja, hätte man notfalls auch einzeln. Jetzt habe ich hier 2 Angelnetze, seht ihr das hier? Es geht jetzt weiter mit Tetris. Wir haben 3 kleine Big-Feuerzeuge. Die waren in der Flasche drin, die haben wir reingekriegt. Die kannst du reinbekommen. Hier, seht ihr, da sind Zwischenräume da. Hinter dem Messer. Die kriegen wir rein. Die kriegen wir rein. Ja, die kriegen wir rein. Vielleicht lässt du das dritte einfach noch da, weil denk an Dr. Brommer. Ja, jetzt geht's weiter. So, das dritte Feuerzeug, wir haben gerade Probleme, lassen wir liegen. Hier haben wir, hat sich Sascha auch sehr gewünscht, finde ich auch sehr gut, Hygieneartikel. Dr. Bronner, glaube ich, heißt es. 18+1. Kannst du dir in die Zähne schmieren? Kannst du dir den Unterleib waschen? Kannst du dir durch den Schlitz fahren? Das Zeug ist für alles gut. Schmeckt minzig, geht überall. Aber wie habe ich denn das gestern gemacht? Oh Mann, auf einmal geht's nicht. Doch, es ging gestern. Es geht auch heute. Oh je. Was? Komplett nass. Mach aus. Wir haben noch mal umpacken müssen. Eine Stunde später.
Ich habe nochmal überlegen müssen, jetzt ist auch die Schnur oben. Ich habe nochmal die Päckchen weiter runtergeklebt. Unten Würmer und kleine Tabletten. Aber jetzt ist es, scheint es wieder richtig zu sein, so wie wir es immer machen. Alle Angelnetze sind drin. Das lange, große Angelnetz ist hinter einem der Messer. Wir haben unten beide Angelnetze reingedrückt. Das Problem ist, dass diese, wie nennt sich das, Messerscheide oder was, so eine Schwulst hat, dass man... Habe ich dir weh gemacht? Mensch, Entschuldigung. Das musste alles runtergepresst werden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt ist noch Platz für kleines Zeug. Das versuche ich jetzt, die Tabletten unterzubringen. Dann haben wir hier noch, ganz wichtig, verschiedene Angelhaken. Die kommen noch rein. Jetzt kommt dieses ganze kleine Zeug. Ich zeige euch einfach mal noch, was reinkommt. Ist ja jetzt völlig egal, wie ich es packe. Nur, dass ihr seht, was wir dabei haben. Wir haben hier Blinker mit dabei. Blinker, falls Fluss ging, ist kleine, schöne Blinker. In auffälligen Farben, aber je nachdem, was der Fisch dort sucht, wenn es echt Forellen oder sowas in so Bächen gibt, haben wir so kleine Blinkerchen mit dabei. Können wir notdürftig auch, werden wir wahrscheinlich vor Ort entscheiden, wie viel wir davon mitnehmen, aber ich versuche alles reinzukriegen. Und Fliegen. Fliegen. Ich habe auch bei der Serie Alone gesehen, mit Fliegen fängt sich sehr, sehr, sehr gut. Die imitieren Insekten, haben wir hier mit dabei. Hier haben wir Angelhaken, die sind alle eingeklebt. Dann haben wir noch ein Angelzeug. Das wird aber ganz zum Schluss rein. Haben wir große Drillinge. Falls ich irgendwie mit einem Köderfisch oder was, falls es Ozean ist, wir haben große Haken. In denen hier haben wir kleine. Hier sind große Haken mit drin, alle abgeklebt, fein säuberlich, damit das nichts kaputt macht, damit man sich nicht verletzt. Und Bleie, falls ich irgendwie meine, dass ich das irgendwie auf Grund setzen muss oder so. Und vielleicht hat man irgendwie einen Köder, der irgendwie schwebend im Wasser ist. Man muss irgendwie das Ganze attraktiv für den Fisch gestalten. Ne? Ich zeige euch aber auch noch, was auch noch unbedingt rein wird. Das hat sich auch Sascha sehr, sehr, sehr gewünscht. Eine Zahnbürste mit dabei haben, um sich zu reinigen. Teilen wir uns vielleicht eine und dann zeige ich euch gleich noch ein paar Sachen. Ich mache jetzt die Kleinigkeiten rein und dann melde ich mich. So, ich habe jetzt hier seitlich in alle Löcher, in die ich noch irgendwie was reinbekomme, Tabletten reingesteckt. Hier haben wir noch Wirbel zum Angeln. Kann man auch immer gebrauchen. Die Zahnbürste für Sascha, die kriegen wir schön hier runtergepresst. Das ist Kaliumpergamanat. Kaliumpergamanat. Heißt so? Ich weiß es nicht. Kalium. Es ist vom Bundesheer, eine Messerspitze in Wasser ist desinfiziert, ganz wenig. Wobei, zu viel könnte man sich vergiften. Sascha sagt, ist was Gutes. Ich sag, okay, nehmen wir lieber nicht so viel. Mikropur-Tabletten, auch gut. Aber das ist auch für Wunden sehr gut. Hast du eine Wunde, haust dir das Zeug drauf und alles wird gut. Ja. So, dann haben wir hier noch Schleifstein. Schleifstein. Am oben, jetzt am Ende ist alles nur noch Tetris spielen. Sage ich euch, wie es ist. Jetzt haben wir noch Salz- und Pfeffermischung von meiner Frau. So, die kriegen wir auch noch reingedrückt. Am Ende muss der Deckel einfach zugehen. Jetzt kommen lauter solche Kleinigkeiten, die wir jetzt einfach noch reindrücken. So, wunderbar. Geht auch rein. Ja, wie viel ist das jetzt noch rein? Die Wirbel gehen rein. Haken kriegen wir auch easy überall immer reingedrückt. Gar kein Stress. Man hätte natürlich, ich glaube, wenn ich dort packe, wird es alles eh nochmal ganz, ganz, ganz anders sein. Ich habe noch ein Nädelchen. Nicht, dass du aber irgendwas aufpiekst jetzt. Soll ich einen Wasserfilter drauf? Nein. Piekt nichts auf. Und jetzt kommt's, ganz wichtig, ein Mini-Kompass, den kleinsten Kompass, den es gibt. Ein richtig kleinen Kompass. Der ist doch geil, oder? Der ist doch schön. Gummis, damit die mache ich einfach noch unter den Deckel. Kann man immer gebrauchen. Das ist hier alles safe abgeklebt. Kann nichts passieren. Hauptsache es ist dabei. So, Freunde, und jetzt passt auf, jetzt kommt noch was ganz, ganz, ganz Besonderes. Zum einen haben wir kleine Mini-Würfel mit dabei. Die werde ich noch oben in die Flasche schmeißen. Kleine Mini-Würfel, damit wir ein bisschen was zum Spielen haben. Und jetzt kommt ein Foto von meinem Sohn, habe ich abgeklebt. Ein Foto von unseren Mädels, das haben sie uns geschenkt. Und hier in der Mitte ist ein Überraschungszettel, weil Sascha wird genau nach einer Woche Geburtstag haben. Und ich habe mir überlegt, was kann man, weißt du, das darf er nicht sehen. Ich werde das hier auch oben in die Flasche machen. Das darf er nicht sehen. Was kann man jemandem schenken aus so einer Insel? Ich kann nichts basteln. Ich kann nicht viel mitnehmen. Aber ich habe eine kleine Überraschung für ihn. Und zwar habe ich das abgeklärt. Ich habe mir gedacht, was ist denn, wenn so eine offizielle Folge 7 vs. Wild zu Ende ist und ich überreiche ihm einen Zettel und da steht drauf, Happy Birthday Sascha, alles Gute zum Geburtstag. Die nächsten 30 Minuten 7 vs. Wild, die Folge ist jetzt zu Ende und die nächsten 30 Minuten gibt es exklusiv Sascha 7 vs. Wild Content, den wir hier filmen vor Ort. Nur auf deinem YouTube-Kanal. Wie ist es? Ja. Und ich habe mit der Produktion geredet und die Produktion hat gesagt, wir machen das. Wir schenken Sascha exklusiv 7 vs. Wild 30 Minuten, was immer er machen will, auf seinem Kanal. Also das ist exklusiv, er wird sich, glaube ich, sehr freuen. Ja. Wann kriegt man so etwas geschenkt? Das ist doch toll. Weil ihr wisst, wie es ist bei 7 vs. Wild. Man ist ja dort, die Bildrechte und so, es gehört alles der Produktion. Aber das ist einfach ein tolles Geschenk und wir werden natürlich immer auf unsere Mädels gucken. So, ihr habt es gesehen, das ist unsere Flasche. Den Rest kriege ich auch noch reingefriemelt. So sieht das Ganze aus. Das ist sie. Alles gut, Schatz? Alles gut. Das ist sie.
unsere Flasche für Seven vs. Wild von Sascha und mir. Die, weil die auch sehr zerbrechlich sind, die werde ich auch im Nachhinein oben noch reinkippen. Einige Durchfallstabletten. Wir haben keine Plane so mit drin. Änderungen nicht ausgeschlossen. Lassen wir vielleicht ein Angelnetz mit, können wir das mitnehmen. Aber aktueller Stand ist, so wie wir es besprochen haben, wie Sascha hier war, ist das unsere Flasche. Ich glaube, wir haben jeden Hohlraum gefüllt. Es gibt hier keine Hohlräume mehr. Nee. Es gibt hier vielleicht so ein paar Millimeter, aber das ist absolut Friemelarbeit und deswegen schmeißen wir natürlich da dieses Kleinzeug noch oben rein. Das war's. Ich hoffe, unsere Flasche gefällt euch. Es ist für alles gesorgt. Wir haben eine Säge drin. Wir haben zwei Messer sogar. Hat er sich sehr gewünscht, dass wir zwei Messer haben, was schnitzen und sowas. Wichtig ist für mich, ich habe auch meinen Luxusgegenstand. Das ist mein Tabak-Erd-Luxusgegenstand Moskitonetz. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das ist unsere Flasche bei Seven vs. Wild. Like da lassen, weil das ist ein echtes YouTube-Video. Kommentar, wie euch unsere Flasche gefällt. Und gerne den Kanal abonnieren. Und dann freut euch auf Seven vs. Wild in the Wilds. Willenskraft! Woo! Der Wolf! Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint.